Herzlich willkommen zu meinem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Ich führe euch durch dieses Tutorial. Und wir hatten jetzt beim letzten Mal hatten wir uns einen Markierungsbefehl angesehen aus HTML und das möchte ich jetzt vertiefen. Und zwar beim letzten Mal war das der Befehl strong, bei dem ich euch nun, ich sag mal, sehr deutlich gemacht habe, dass das nicht zum Formatieren, zum optischen Formatieren geeignet ist, sondern eben um ein Textdokument aufzugliedern. Und mit strong wird eben die Wichtigkeit, Ernsthaftigkeit oder Dringlichkeit von einem Textteil, meist von einem besonderen Stichwort, betont. Und in dieser Folge möchte ich mit euch über den Befehl em sprechen oder m. Das steht, ist ein Kürzel für Emphasis, Betonung. Und ich finde, das Konsortium, was dieses HTML5 entworfen hat, das hat ein so ganz wunderbares Beispiel dafür, wie eine solche Betonung laufen kann. Und zwar hat es den Satz "Katzen sind süße Tiere" als Beispiel genommen, also "Cats are sweet animals" eigentlich, aber ich habe euch das jetzt übersetzt. Und daran wird deutlich, was dieser HTML-Befehl Emphasis oder EM macht. Wichtig auch erstmal, es gibt das Start-Tag und das End-Tag habe ich euch hier nicht dazu geschrieben. Das ist wieder mit der schrägen Strich davor, aber das seht ihr jetzt gleich. So. Hier habe ich euch 5 Beispiele aufgeschrieben, wie das Emphasis oder dieses Tag benutzt werden kann. So als erstmal ganz normal der Satz, Katzen sind süße Tiere. Das ist eine schlichte und einfache Aussage. So, wenn ich jetzt, und wir gehen mal von dem ganz normalen Sprechen aus, sage, Katzen sind süße Tiere, dann betone ich das Katzen. Und sage, das ist wichtig, ne, dass Katzen diese Eigenschaft haben, dass das eben süße Tiere sind. Und sage dann im Gegensatz zu Hunde, die ich vielleicht nicht für so süße Tiere halte. Dann kann ich sagen, Katzen sind süße Tiere. So, damit betone ich, dass die Verbindung zwischen Katzen und süße Tiere eben besonders wichtig ist. So, das ist aktuell und das betone ich. Das sind süße Tiere. So, wenn jemand daran zweifelt, dass Katzen süße Tiere sind, dann kann ich auch sagen, Katzen sind süße Tiere. Weil der andere gesagt hat, die sind so launisch und die streichen nur in der Wohnung herum und machen irgendwie ihr eigenes Ding. Und mit denen kann ich nichts anfangen. Dann sage ich, Katzen sind süße Tiere. Und wenn ich betonen möchte, dass Katzen Tiere sind, dann sage ich, Katzen sind süße Tiere. Weil vielleicht der andere sagt, naja, das sind so komische Pflanzen, die irgendwie im Raum herumhängen. Und dann sage ich das, nein, das sind Tiere. Und dann betone ich das Tiere. Und das macht dieser Befehl EM oder M, Emphasis, der betont einen bestimmten Teil eines Textes. So. Und das ist jetzt so ein bisschen schwierig zu sagen, weil man kann eben wirklich auch alles Mögliche betonen. Und kann zum Beispiel sagen, so dieser Satz ist mir besonders wichtig, den spreche ich mit einer besonderen Betonung. Dann klammert man natürlich den gesamten Satz in diesen EM-Befehl ein. Oder man kann sagen, ist mir ein bestimmter Teil aus einem Satz wichtig, dann klammert man den Satzteil ein. Oder es kann auch eine längere Stelle sein. Aber, und hier muss ich nochmal auf dieses Denken in Differenzen zurückkommen. Es geht immer im Unterschied zu dem restlichen Text, also zu dem, was sonst noch geschrieben wird, wird hier eine bestimmte Sache besonders betont, besonders empathisch auch gesagt. Und da hilft es sich ganz
oder ist es besonders wichtig, sich vorzustellen, wie würde ich denn den Text sprechen? Also es ist so ein bisschen wie so eine Markierung im Redefluss. Das ist mir besonders wichtig, das betone ich besonders. Also EM steht für eine Betonung, für einen Akzent. EM, wenn ich das einfach so einfüge und das nicht mit einem Style versehe, also mit einem CSS-Element, dann wird das kursiv gedruckt, muss aber nicht sein. Und wenn ich einen anderen Style hinzufüge, dann bleibt trotzdem diese Betonung erhalten. Das heißt, die optische Veränderung ändert an dem EM-Befehl nichts. Ich kann aber auch zum Beispiel den Befehl I, also das reine Italic, da könnte ich zum Beispiel auch hingehen und sagen, gut, ich habe jetzt mein I und das möchte ich verändern und schreibe dann rein Style ist gleich und dann sage ich Text Decoration und schreibe dort was weiß ich oder Text Color und schreibe dort rein ist Red und ich kann sogar das Kursive aus diesem I herausnehmen und kann sagen so nein, das soll überhaupt nicht kursiv sein. Und habe damit dann im Prinzip dem I, diesem Italic, seinen gesamten Effekt genommen. So. Und genau das ist der Unterschied. Der Effekt von dem Befehl EM, der bleibt erhalten, egal wie ich das optisch darstelle, während der Effekt von I dann weitestgehend nutzlos wird, wenn ich das anders optisch darstelle. Gut, und das ist der Unterschied zwischen dem Befehl EM und dem Befehl I. Und das war eigentlich auch dann angedacht, dass man solche Befehle wie B und I und U, dass man die löscht, weil die eben den Text nicht besonders auszeichnen. Gut, so. Das war's für diesmal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Euch ist ein bisschen klarer geworden wieder, was HTML ist. Denkt also an die süßen Katzen und wie man diesen Satz sehr unterschiedlich betonen kann. Und wenn ihr einen Text aufbereitet, in seiner Bedeutsamkeit aufbereitet, dann denkt ein bisschen daran, was würde ich im Sprechen besonders betonen. Und da setzt ihr dann eben auch diesen Start-Tag und diesen End-Tag EM drumherum. Gut, falls euch dieses Video gefallen hat, dann drückt bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video wieder und dann zeige ich euch noch eine Möglichkeit, einen Text zu markieren. Im übernächsten Video übrigens auch. So, und dann kehren wir zurück zur optischen Aufbereitung, dass das schön ineinander greift. Bis dahin.